Hallo und herzlich willkommen. Ich bin PayToLose und begrüße euch zu meinem Video. Das Video hier ist auch auf unserer Store Championship in Düsseldorf entstanden und das sind halt Fun Games, die wir noch im Nachhinein gemacht haben. Da wir es halt noch nutzen wollten, wenn man mal wirklich in Person spielen kann, das auch bis zum Ladenschluss auszunutzen. Und ich probiere hier mein überarbeitetes Lila Deck aus mit Chaosmon und Taktimon. Und mein Gegner spielt Imperialdramon Blue. Ich habe diese Art One-Turn-KO-Kombo aus meinem Deck rausgenommen. Hab dafür ein bisschen mehr Consistency-Cards reingetan, hab ein drittes Taktimon reingepackt in das Deck. Im Endeffekt eigentlich alles, was ich zu meinem Deck-Profile gesagt habe in Lila, habe ich auch geändert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like oder auch einen Kommentar freuen. Und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr in Zukunft mehr sehen möchtet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, ob ich hierzu auch noch ein Deck-Profile schaffen werde in schriftlicher Form, werde es aber versuchen. Ist natürlich auch die Frage, wie ausführlich das dann wird, da wir ja sozusagen vor BT6 stehen und das Deck dann natürlich schon veraltet ist, aber ich werde mein Bestes tun und werde euch darüber auf dem Laufenden halten. So, wir machen noch beide unser Setup. Ich spiele diesmal auf der linken Seite, mein Gegner auf der rechten Seite. Und Imperialdramon hätte ich eigentlich gedacht, dass es mehr in der Store Championship selber gespielt wird, aber naja, kann man nichts machen. Die Matte meines Gegners, die ihr seht, ich weiß nicht mehr, ob sie noch zu kaufen gibt. Aber ich muss sagen, auf dem Video hier sieht sie besser aus als damals auf dem Foto, als sie promotet wurde. Und in echt sieht die nochmal deutlich besser aus. Also falls ihr die irgendwie haben möchtet, kann ich auf jeden Fall sagen, die sieht gut aus. Ich beginne, hatche ein Gigimon, Digiti auf Gilmon und vereinzelt Meramon, solider erster Zug. Unser Gegner hatcht ein Demi-Wemon, geht auf Gomamon und Gorillamon. Und mit dem Demi-Wemon weiß ich eigentlich schon, dass er Imperialdramon spielt. Spielt ein Davis, nimmt sich noch das Lobomon auf die Hand, gibt mit 4 ab. Ich promote, da Blau eigentlich nichts großartig hat als Removal. Für 2 ein Demi-Devimon. Das wird für 2 in ein Devimon mit Retaliation. Und ab dem Punkt denke ich eigentlich schon, dass ich verloren habe, da ich jetzt passen muss. Wir haben kein Ultra auf der Hand und ja, das sind so Probleme. Unser Gegner promotet, digitiert auf Dino-Bimon für 3, greift an mit Jamming, zieht eine Karte durch das Demi-Wemon und geht auf Imperialdramon für 3, Restanded. Wir digitieren in Raising Area of Candlemon. Für 1 dann Meramon, haben immer noch nichts. Damit wir aber vielleicht in Zukunft irgendwie ein bisschen was machen können, spiele ich noch Matt aus. Unser Gegner geht eher auf 3, holen wir noch das Devimon wieder auf die Hand. Der digitiert in Raising Area auf ein Elecmon, für 1 auf Coelamon. Für Hammer Spark auf 3, geht noch auf Pedramon. Und ja, eigentlich denke ich schon, dass wir verloren haben. Für 3 auf ein Wemon. Und hier muss ich kurz überlegen. Gehe hier kurz die Checks durch. Es reicht auf jeden Fall, wenn er noch ein Imperialdramon hat. Wir raisen das Meramon. Überlege, was ich hier überhaupt machen kann. Wir haben zwar jetzt noch das Wargreymon. Nutzen den Digiburst. Holen uns das Candlemon wieder. Das blendet jetzt aber. Digitieren für 4 auf Chaos Galanmon, zerstören unser Candlemon, das Wemon. Und da ist das Deck meiner Meinung nach schon verloren. Mit Imperialdramon kann er angreifen. Jamming trifft auf Sword. Pedramon greift an. Auf ein Chaos Galanmon. Und hier ist es eine glückliche Fügung, er hat keinen Imperialdramon. Das bringt mich auf jeden Fall zurück ins Spiel. Und das ist einfach ein riesengroßer Vorteil, den wir hier gerade haben. Denn wir können jetzt das Imperialdramon eigentlich besiegen ohne Probleme. Können das Pedramon wegkriegen. Digitiert noch für 4 in Omnimon, um es wieder hinzustellen. Durch den Wendigivolving-Effekt. Könnte jetzt nochmal angreifen, allerdings mit Devimon können wir dann auch da reinrennen. Ob das für die eine Security hilft, weiß ich nicht. Er spielt noch Takumi aus. Wir hatchen ein Yamon. Ich habe die Digitama übrigens nicht bearbeitet, das ist das einzige. Digitieren auf Tapiamon.
Und hier überlege ich jetzt, greife mit Chaos Galantmon das Pedramon an, nutze nicht den Effekt von Black and Wargreymon. Greife aber noch mit Kendemon die Security an, das stirbt und ich es mir wiederholen kann mit dem Effekt von Chaos Galantmon. Verliere noch einen Memory durch den Takumi. Digitiere auf Omnimons Wort. Muss ich mir nochmal durchlesen, aber 15.000 kann uns Omnimon nicht killen. Wir trashen die obersten drei und ich kann mir zwei Digimon aus dem Trash wiederholen mit 8 Playcost oder weniger. Unser Gegner hatcht ein Demi-Wemon, wird zu Elegmon. Für 1 in Gorillamon. Für 3 in Pedramon. Und unser Gegner kann jetzt auf jeden Fall nicht für Game gehen, da Omnimon sozusagen das Ende der Evolutionskette ist. Und dann könnten wir natürlich einfach mit unserem Sword rein, mit Devimon rein, Hammerspark, noch ein Takumi. Takumi finde ich ist auch eine coole Karte, den Effekt, ich würde den einfach gerne in jedem Deck spielen. Für 3 in einen Wemon. Wir ziehen, wir raisen. Greifen zuerst mit Tapiamon an, verlieren ein Memory. Beziehungsweise 2. Treffen auf Bomamon, es stirbt. Alle Gigimons aktivieren sich. Können uns noch ein Tapiamon wiederholen. Greifen mit Meramon die Security an. Sein, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Greifen nochmal an. Option Card kommt auf die Hand. Und gehen nachher für Game. Noch ein schönes Comeback von dem lila Deck, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber so ist es nun mal. Imperialdramon finde ich ist auch immer noch ein starkes Deck. Und im Nachhinein finde ich es echt schade, dass ich das nicht nochmal gespielt habe. Imperialdramon im 1.5 Meter. 1.5 oder 1.4? 1.5 oder 4.0. Ich habe dieses Deck auf jeden Fall gerne gespielt und gerade auch mit Omnimon, finde ich, hat es halt noch starke, wie heißt es, einen starken Support bekommen durch diesen letzten Angriff, den man dann halt noch machen kann. Wundert mich ehrlich gesagt, dass ich das nicht mehr gespielt habe. Vielleicht probiere ich es nochmal aus. Denn ich mag es eigentlich. Jamming finde ich ist einfach eine coole Fähigkeit. Blau zieht sich einfach dumm und dämlich, man kann es nicht anders sagen. Ja, unser Gegner fängt an, spielt ein Takumi. Wir hatchen Gigimon, digitieren auf Tapiamon. Dann für 1 auf einen Devimon Blocker und für 3 einen Black Wargreymon, geben mit 2 ab. Takumi ist natürlich ein bisschen schade, die eigentliche Strategie mit Chaos Galantmon immer nur mit den Rookies anzugreifen, weil die Wiederkunft funktioniert dann nicht mehr ganz so gut. Der Gegner passt, hat also wahrscheinlich keine gute Hand. Wir nutzen den Digiburst, holen uns das Tapiamon wieder. Digitieren auf Chaos Galantmon, zerstören, Tapiamon, dürfen eine Karte ziehen, kommt wieder durch Chaos Galantmons Effekt, setzen unseren Gegner auf 1, er hardplayt einen Pedramon, wir hatchen einen Yamon, digitieren auf Gilmon, spielen ein Chimeramon für 7, geben unser Gegner mit 1 ab, zerstören Tapiamon, ziehen eine Karte, durch Chaos Galantmon kommt es wieder. Und das ist halt, finde ich, der Vorteil, den Lila hat. Wenn man irgendwas hardplayen muss und viel Memory gibt, kommt Chimeramon direkt als Bestrafung. Wir raisen das Gilmon. Überleg, was ich hier machen kann, machen soll. Greife erstmal mit Chimeramon die Security an. Treffe auf einen Lobomon, überleben. Mit Chaos Galantmon greife ich jetzt ungern an. Da es sterben könnte, wir setzen unseren Gegner auf 1, indem wir einen Mat ausspielen, nehmen uns noch eine Karte auf die Hand. Wie heißt es, den Devimon-Blocker. Unser Gegner raised. Greift an mit Jamming, darf eine Karte ziehen, trifft auf Tapiamon. Spielt 2 Hammerspark, um auf 3 zu gehen. Digitiert nicht, spielt einen Gummamon aus. Das wird zu Quelamon, nutzt beide. Nutzt den Takumi, um eine Karte nachzuziehen, zieht noch, legt noch den zweiten hin. Wir digitieren auf Demi Devimon, haben den Gigimon gehatcht. Greifen mit Chimeramon das Pedramon an, holen uns mit dem Effekt von Chaos Galantmon noch Tapiamon wieder.
Und ich überlege gerade, aber wir gehen auf Omnimons Ward, trashen die obersten drei. Dürfen dann ein Digimon, zwei Digimon-Level mit 8 oder weniger Playcost ausspielen. Holen uns das Chimeramon wieder. Ich glaube, ich meine, der Tag war lang, aber ich glaube, ich habe vergessen, hier was zu zerstören von mir. Unser Gegner digitiert auf jeden Fall unten auf Coelamon, spielt dann noch ein Gomamon aus. Greife an, nutze den Effekt von Sword, den Effekt von Black Wargromon. Treffe auf einen Davis. Nochmal in die Security mit 15. Dann greife ich noch mit Chimeramon an, treffe auf einen. Ich kenne den Namen von diesem Hybrid-Ding nicht. So, zwei Takumi tun natürlich weh. Vor allen Dingen, wenn jetzt auch der Hammer Spark kommt, im Endeffekt hätte ich einfach angreifen können. Digitieren auf 1 auf Meramon. Für 3 auf Black Wargromon, gib ab. Wir hätten einfach angreifen können, so oder so. Hätte es halt mehr Druck auf unseren Gegner ausgebaut. Das meine ich halt damit, wenn ich sage, ich spiele manchmal einfach zu defensiv. Für 3 digitiert unser Gegner einen Dinobimon, nutzt die beiden Takumi. Greift die Security mit Jamming, trifft auf einen Chaos Gallantmon. Und das ist dann eigentlich Game. Aqua Viper gibt uns nur sein Digimon, geht auf die Hand und er kann eins von uns auf die Hand zurückgeben, aber wir haben halt jetzt genug Angriffe, um halt einfach durchzugehen. Digitieren noch auf Tapiamon. Digibursten, warum auch immer, holen uns noch einen Gilmon. Greifen an, nutzen den Effekt von Black Wargromon. Restand kriegen noch Memory. Und das waren dann die. Naja, die Fun Games halt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und sowohl das Lila-Matchup, Lila-Deck, als auch Imperialdramon nochmal ein bisschen näher gebracht. Gerade auch, wenn man noch so ein bisschen die Zeit bis zum nächsten Set überbrücken muss. Ich muss ehrlich sagen, mit den Überarbeitungen von Lila läuft es deutlich flüssiger, konstanter. Aber ich finde irgendwie Lila, ja, es ist cool gegen Rookie Rush, aber ich finde, es hat halt sonst kein besonders positives Matchup. Klar, wir können viele Digimon schießen, die Gegner defensiv spielen lassen. Aber irgendwie reicht es dann, finde ich, doch nicht. Ich glaube, Lila ist aktuell eher so T2, vielleicht T1,5. Ja, Takedemon ist zwar cool gegen Rookie Rush, aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen dran feilen, damit das halt mithalten kann. Omnimon Sword macht natürlich ordentlich Value oder generiert ordentlich Value. Finde ich schon cool. Aber ja, ich glaube irgendwie nicht, dass dieses Deck mit Lord Nightmon, mit Rookie Rush und was nicht noch allem halt mithalten kann. Ist meine Meinung. Könnt mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut. Und ich habe beim nächsten Mal noch ein Fun-Game-Video, was wir in Person aufgenommen haben. Ihr dürft also gespannt bleiben. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!